Yo, servus Jungs und Mädels, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein Waffentest. Und zwar haben wir nämlich heute die Dozent. Ich hoffe mal, dass ich es richtig ausspreche. Dabei und eben die Sagan Verminter. Ich glaube, die kam ja dazu mit der Australien-Map. Beide Waffen gehen von Klasse 2 bis 4. Deshalb habe ich heute mal Fervoroa ausgesucht, damit wir hier vielleicht ein paar Wildziegen oder sogar auch Siegerhirsche erlegen können und uns dann zum Schluss ein Fazit draus machen können, welche von den beiden Waffen überhaupt besser ist. Und zwar müssten hier unten eigentlich welche dran stehen oder ist es eben nur eine? Ist ein Vierer. Ich würde tatsächlich sogar sagen, wir starten hier direkt mal mit der Dozent rein. Wir müssen hier mal schauen, wie weit die hier weg ist. Ja, sollte eigentlich mit 150er Nullung dann schon ganz gut funktionieren. Ist gar nicht mal so ein schlechter Vierer tatsächlich. Im Voll und Ganzen ist mir gerade aufgefallen, dass ich Waffen wie diese tatsächlich nie mit zur Jagd nehme, sondern immer diese gewohnten und die, ja, sag ich jetzt mal, die jeder eben benutzt. Die nehme ich immer mit, deshalb bin ich jetzt umso gespannter, wer hier gewinnen wird in meinen Augen. Schreibt doch ganz gerne, wie gesagt, unten in die Kommentare rein, welche von den beiden Waffen ihr besser findet. Und dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt die Ziege. Ja, die Ziege ist jetzt auch schon gute 150 Meter dran. Aha, dann wollen wir mal. Aha, okay, nee, hat doch irgendwie gepasst. Irgendwie hat es gerade immer aber ein bisschen gebackt, oder? Geht aber runter. Zwar echt doch langsamer, als ich gedacht habe. Und da liegt sie auch schon. Schauen wir uns mal den Schuss hier an, ob der überhaupt jetzt auch richtig gepasst hat. Ich blende es vielleicht auch nochmal ganz kurz ein. Irgendwie hat der Schuss irgendwie so einen Bug gehabt. Irgendwie hat da irgendwas nicht gepasst. Da vorne liegt er auch schon. Hat jetzt also doch schon noch weiter, als ich gedacht habe. Hörner sind aber eigentlich ganz gut sogar für den Vierer. Gehen wir mal drauf. Ah, stimmt, hier kann ich das wieder nicht machen. Single Lunge. Also dafür hat es gereicht, aber ist tatsächlich, ja, doch noch relativ weit, glaube ich, dafür gelaufen. Ich weiß gar nicht, wo sieht man das denn jetzt hier nochmal. Ansonsten aber tatsächlich ein ganz guter Schuss. Hier wäre die Verfolgungsdistanz, aber ich glaube, die stimmt eh schon Ewigkeiten nicht mehr. Trotz alledem, Dozent, ja, ging schon, hat sich aber ein bisschen angefühlt wie ein verbuggter Schuss. Wir werden sie ja eben öfters hier testen, aber der erste Abschuss war in Ordnung. Hier hinten haben wir schon unsere nächste Herde und aber auch hier rechts neben uns. Okay, hier vorne laufen auch welche, also wir haben hier genügend zum Erlegen. Als nächsten Abschluss würde ich aber sagen, dass wir jetzt mal die Sagan Verminter hier ausprobieren. Hier vor uns sollten demnächst welche rumlaufen. Boah, die sieht sehr, sehr cool aus. Vielleicht kriegen wir die ja unterm Lauf hier noch. Mal schauen, ob der Schuss gepasst hat. Können wir jetzt aber nicht richtig genau sagen, aber ich glaube nicht, dass der Schuss gepasst hat. Wir können ja nochmal hier vielleicht gucken, nochmal einen nachsetzen. Der Schuss sollte eigentlich, glaube ich, gepasst haben, aber der geht nicht runter. Also, ah doch, jetzt geht er runter. Ist jetzt auf 25. Muss ich mal hinterhergehen? Möchte ich jetzt ganz gerne wissen, was oder beziehungsweise wo wir da den getroffen haben. Hier vorne liegt er jetzt auch schon. Ist schon ein Stückchen gewesen. Aber zum Schluss hin ist er hier und wir werden jetzt mal schauen, wo wir den getroffen haben. Und nee, wir haben sogar das war nämlich der Magen und der Darm. Also vielleicht ist die Sagan Verminter ja doch nicht so schlecht. Ich dachte aber tatsächlich ganz schön, dass wir hier die Lunge wenigstens angekratzt haben. Und hier liegt dann noch der Vierer. Ich finde, der sieht auch nicht schlecht aus. In weiß. Ah, auch wieder in den Magen hier reingeschossen. Wieder nicht die Lunge erwischt. Also werden wir da wahrscheinlich nochmal Versuche brauchen. Hier vorne ist auch schon die nächste Zone. Wieder ein Vierer mit dabei. Ne, zwei Vierer sogar. Drei Vierer, okay, okay, okay. Ich würde sagen, die hier steht tatsächlich schon sehr, sehr gut dran. Wir nehmen jetzt nochmal die Sagan Verminter und probieren es jetzt nochmal aus hier auf gute 200 Meter. Müsste im Normalfall aber jetzt gepasst haben. Geht auch runter, aber ich würde vielleicht sogar sagen, dass die Waffe wirklich ein bisschen länger braucht. Da liegt er. Auch wieder ein Vierer. Auch wieder wahrscheinlich in weiß. Und diesmal hat der Schuss gepasst. Ist sogar eine goldene. Single Lunge. Also ist jetzt nicht in die zweite Lunge reingegangen. Aber auch wiederum aus
210 Metern. Da müssten wir jetzt eigentlich dann zum Schluss hin nochmal aus einer ja ungefähr gleichen Entfernung mal hier mit der Dosen schießen. Verfolgungsdistanz 218 Meter. Ich glaube, die müssten jetzt sogar fast stimmen. Ist aber zum Schluss doch sehr, sehr mühsam. Besonders wenn man zum Beispiel sagt, okay, man möchte hier von Diaz und grindet eben drauf, würde ich die Waffe schon mal, glaube ich, nicht empfehlen, auch wenn wir vielleicht, wir müssen abwarten. Ich versuche jetzt ungefähr die 210 Metern nochmal nachzumachen, bloß halt eben mit der Dozent. Und wir haben hier wieder die nächste Zone, auch wieder ein Vierer mit dabei. Nochmal einen und nochmal einen, also wieder drei Vierer. Mal schauen, ob wir hier noch mehr haben oder eben nicht. Vielleicht sogar hier auf unserer Seite, aber es sieht jetzt nicht danach aus. Doch, hier ist sogar wirklich einer und Einser. Ja, hier hinten haben wir auch welche stehen. Auch wieder ein paar Vierer, ein paar Einser und das Ganze. Aber ein Fünfer ist tatsächlich leider nicht dabei. Aber wir haben hier mit dem hier eine ganz gute, ja, gleiche Entfernung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die 210 Meter, diesmal mit der 1000. Da bin ich jetzt mal gespannt, welche davon wirklich besser abschneidet. Und ich weiß nicht, ob das hier schon wieder ein Treffer war. Es sah wieder sehr, sehr verbuggt irgendwie aus gerade. Ich glaube, ich müsste früher oder später wahrscheinlich eh aufstehen. 227. Ich hoffe, das funktioniert bis 210. Das sind 216 Meter. Nur minimal näher rankommen. 212 Meter. Okay, wir belassen es einfach hierbei. 1000 und die bewegen sich. Wohl, nee, die da oben, die bewegt sich, glaube ich, nicht, oder? Okay, die ist seitlich. Schuss hat diesmal doch ganz gut gepasst. Immer noch auf 75. Habe ich falsch gezielt? Ich würde sagen aber nicht, oder? Im Normalfall müsste ich eigentlich den ja ganz gut getroffen haben. Hier vorne ist der Anschuss. Keine Organe getroffen. Ist jetzt auch nicht gefallen. Ich würde wirklich mal hier warten und schauen, ob er vielleicht noch fällt, weil ich will wirklich wissen, wo ich den getroffen habe. Daraufhin bin ich ganze 14, 15 Minuten dem Tier komplett hinterhergegangen und irgendwann hat die Spur bzw. die Blutspur aufgehört und dann ist mir der Sinn mal reingekommen, dass ich mal ganz kurz ins Hauptmenü gehe, wieder reinhüpfe und vielleicht steht er da mit seinen 50% Leben. Wir sind nun wieder zurück an alter Stätte. Wir können hier aber trotz alledem mal kurz den hier ausprobieren. Wir werden aber dann später direkt ans Eck gucken, weil er ist jetzt nicht gefallen, aber er hat nicht mehr 100% Leben. Das bedeutet, ich schaue mir jetzt hier mal eine raus und schieße die dann auf 210 Meter mit der 1000. Und wenn es diesmal nicht funktioniert, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Wenn die hier stehen bleibt, ja, sind gute 210 Meter, steht sehr, 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 sehr gut dran. Dann probieren wir es jetzt eben nochmal aus. Habe jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter oben angehalten. Diesmal geht sie deutlich schneller runter. 50, 25. Ja, die sollte auf jeden Fall dann zum Schluss hinliegen. Aber wir schauen mal hier hinten und gucken mal, welche von denen hier keine 100% mehr hat. Anscheinend gar keine, okay. Gefallen ist er nicht, sonst wäre hier oben ein Jagddruck. Jetzt ist bloß die Frage, wo ist die Wildziege hin? Vielleicht die hier? Nee, dahinter ist die eine, aber das ist sie ja nicht. Okay, spurlos plötzlich verschwunden. Ich hätte es wirklich sehr gerne gewusst, wo ich den Schuss hingesetzt habe. Dann wollen wir mal schauen. Hier liegt sie, auch gute 211 Meter. Auch jetzt glaube ich im Insgesamten auch nicht allzu gut und ist auch nur in eine Lunge reingegangen. Ist auch ein bisschen schräg gestanden, aber wäre tatsächlich auch nicht in die zweite Lunge reingegangen. Aber mich würde es tatsächlich interessieren, was mit diesem Tier an dieser Stelle passiert ist. Deshalb würde ich sagen, wir gehen noch einmal rein und raus. Wir sind hier jetzt nochmal extra hergekommen, weil ich wirklich wissen möchte, ob hier der eine noch da ist jetzt oder eben wirklich verschwunden ist. Außerdem möchte ich mal hier ganz kurz gucken, ob wir hier vielleicht nochmal einen Schuss hinkriegen sollten. Vielleicht hier bei dem Vierer, so hier hinten. Sieht es mir aber immer noch danach aus, als gäbe es meinen 50-prozentigen hier nicht. Ich weiß nicht, ob der wieder auf 100 geht, sobald wir rein und raus gehen. Aber ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal nochmal so eine. Jetzt machen wir es mit der Dozent und gucken mal, wie gut die jetzt hier nochmal funktioniert. Wow, was war das jetzt gerade für ein Leck? Aber Schuss sollte gepasst haben. 50% geht runter. Das hat schon mal gepasst. Und die hier rechts, die gehen anscheinend gar nicht weg. Ich könnte vielleicht sogar hier noch einen rausnehmen. Aber mit der Sagan Verminter
Probier jetzt mal einen Herzschuss. Ich weiß gar nicht, wo das Herz bei denen liegt. Gut, der geht trotz alledem runter. Jetzt holen wir erstmal ab. So, hier vorne liegt auch der hier schon. Gucken wir mal an. Auch wieder in Gold. Sehr, sehr viele Gold heute. Wieder Single Lunge. Aber gut, stand ja eben sehr, sehr gerade. Das Herz habe ich minimal aber auch hier nur verpasst. Geht aber gut klar. Und der andere liegt hier. War ein Weibchen. Und wir schauen mal, wo wir sie getroffen haben. Ja, geht wieder nur in eine Lunge rein. Also beide nicht dafür geeignet, hier wirklich komplett die beiden Lungen hier irgendwie ansatzweise anzukratzen, sage ich jetzt mal. Zum Schluss hin sind wir jetzt nochmal in Hirschfelden an dem Schießstand und probieren jetzt mal aus, wie die Kugeln bei der jeweiligen Waffe wirklich bei 150 Meter fliegen. Das bedeutet, wir stellen jetzt hier mal die 150 Meter ein und gehen, würde ich sagen, einfach mal in Scope und schauen mal, wie genau wirklich die 150 Meter hier sind. Doch, 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 doch. Ist schon sehr, sehr, sehr gut. Dreimal die 10. Alles klar. Also die Dose sind in meinen Augen jetzt schon sehr, sehr präzise. Es kann ja sein, dass es mal zu Abweichungen kommt. M1 zum Beispiel war so eine Waffe. Wir schauen aber jetzt mal, ob es die Sagan Verminter genauso tut. Und es sieht eigentlich ja ganz gut so aus. Macht es natürlich auch ganz schön präzise. Jetzt ist mir die Luft ausgegangen. Aber an sich wirklich doch eine sehr, sehr gute Waffe. Im Voll und Ganzen sind beide sehr, sehr präzise. Alle beide haben von 4 Schüssen 4x die 10 getroffen. Das passt auf jeden Fall schon mal. Im Voll und Ganzen war es von meinem Video. Mein Fazit ist tatsächlich, dass die Dosend und die Sagan Verminter sich nicht viel nehmen. Bloß, dass die Sagan Verminter eben ein bisschen mehr Durchschlag, glaube ich, hat. Eben wie die Dosend. Trotz alledem beide Waffen sehr, sehr gut spielbar. Die Präzision, wie ihr gerade gesehen habt, ist bei beiden Waffen auf jeden Fall gegeben. Und deshalb würde ich sagen, dass man beide Waffen ganz gut benutzen kann für Klasse 2 bis 4. Schreibt mir auch ganz gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Marci, reingehauen.